Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist MR. Junge, ich bin so gut drauf. Ich bin Iowa. Voll gehypt, Alter. Ich freue mich sehr. Es geht endlich los, Freunde. Icon Season 5. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bessere Zukunft. Und wir haben das Video jetzt hier draußen. Wir sind noch mitten in der Premiere. Richtig. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, denn der gute Kolinski hat uns auch nur 20 Sekunden von dem gesamten Video gezeigt, um unsere First Reaction quasi nicht zu nehmen. Der Fuchs wollte unsere Reaktion dann sehen, unsere jetzt First bekommst Reaction. Du's. Jetzt bekommst und wir werden sagen, es sieht scheiße aus. So. Wir werden das sagen, was du nicht hören willst. Es sieht scheiße aus. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum. Wallah, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich warte die ganzen Tage nur darauf. Lass uns direkt reingehen. So, let's go, auf ein neues Jahr. Los geht's. Genau, also wir sind jetzt am Plan. Wir hatten uns überlegt, ich möchte eher so die Community näher zusammenbringen, als dass ich die irgendwie auseinanderreiße. Hey Leute, was geht ab? Ich stehe genau hier, wo die besten Künstler aus Mönchengladbach über die letzten paar Wochen gestanden haben. Also Colin, Noob bist du immer noch geblieben, muss ich dir ehrlich lassen, Bro. Aber ein bisschen Glauben hast du bekommen. Ich freue mich heute mit diesem Video mitteilen zu dürfen, dass der Mage Create Icon Contest in die zweite Runde geht. Ey, sein Bart war noch weiß damals, jetzt oder ist er orange. Damals hatte der beige T-Shirt, heute hat der beige Cap, Bruder. Der Bruder hat Fashion auf jeden Fall revolutioniert, Bruder. Ja, stark, du hast deutsche revolutioniert. Was ist denn in Ladina? Ich komme vorbei, meine Jungs haben 9er und Messer dabei. Auf dem ersten Platz mit einer Totalpunktzahl von 215 Punkten ist Jank. Fresh, Flex und Swag, das waren so damals die drei Bewertungskategorien richtig. Von Icon. Go. Django, herzlichen Glückwunsch. Freestyle wie Rapper Mittwoch. Ja, müssen wir aber anders strukturieren. Unser eigenes. Der Icon Contest geht offiziell in die dritte Runde. Walla, Ari sieht aus wie aus kurdischem Dorf, Bruder, so ein Kürro. Der braucht nur noch so eine AK, Walla, ein richtiger Kürro, Mann. Ihr seht es am Helfen bei der Geiselnahme. Fünf Jahre hab es wegen weißen Blasen. Hätte es gekauft, aber nur auf Rat wegen Haram Geld. In Streit geraten wegen Haram Geld. In Streit geraten. Dino, Dino, wo ich bis ans Ende lebe. Hier in NRW. Boah, damals, als er diesen NRW-Song performt hat, das war sehr schlau von Django, ja, muss man sagen. In NRW, ein NRW-Song zu performen auf der Bühne, Bruder, das ist direkt deine. Damit garantierst du direkt, dass die Crowd abgeht, safe. Bruder. Verloren am Block, jeder will hier Geld verdienen. Vielleicht machen wir ein Battle auf einer anderen Weise. Wenn nicht, jetzt gucken so, dass die sich fertig machen. Also ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Denn genau ab jetzt hast du einen einzigen Versuch, deinen Song komplett von Anfang bis zum Ende in One-Take fehlerfrei durchzuperformen. Bruder, wenn ich das nochmal so sehe, ne, dieses Event, Bruder, ich bin so stolz auf mich, ne, Bruder, dass so reibungslos geklappt hat, Bruder. Ja, Wallah. Das Ding ist, der Emre hat das ja komplett geplant, also beziehungsweise Location und so weiter hast du da geplant. Und viele wissen ja gar nicht, dass du sehr viel auch dahinter gesteckt hast, mhm. Ne, muss man sagen. Und dass es wirklich so krass dann geklappt hat, Wallah, das war so das größte Event, was du eigentlich je ja, 100%. So geplant hast, 100%. Ne? Dann ist okay, was ist okay, wenn man nur nimmt, wenn man korrekt ist, ist selber nicht bringt. Es haben insgesamt gewotet für den Icon 4-Gewinner 40.000 Menschen. 40.000 Menschen! Ja, es muss ja auch irgendwas sein, was neu ist. Genau, anders meine ich ja. Also ich muss auch sagen, so... Weißt du, wie Sandro da aussieht? Oder wie so ein Dönermann, so, der so ein Kebab-Spieß so abschneidet, so Mustafa. Was einfach so ein bisschen rausschneidet. Der Gewinner von Icon 4 2022 San Andreas! Bruder, wir haben durch dieses, durch Icon haben wir so viel gelernt einfach und so viel mitgenommen. Bruder, wann stand ich als Moderator auf einer Bühne
und habe vor so vielen Menschen moderiert. So, weißt ja, du hast das meine? Einmal während deiner Schullaufbahn gemacht? Ja, Digga, als Schülersprechermäßig, ja, aber das ist ja Kindergarten, so. Nee, natürlich, ja, nee, aber... Und man muss doch sagen, ich hatte kein Skript oder so, ich habe das alles so Freestyle gemacht, ich habe mir vorher natürlich überlegt, zu dem Künstler kannst du so ein bisschen was sagen, dies und das. Nee, das hast du aber stark gemacht, so, das habe ich ja auch an dem Abend schon gesehen. Muss man sagen, wir sind sehr gewachsen, einfach durch dieses komplette Projekt sind wir sehr gewachsen, wir haben 100%. Sehr viel Erfahrung gesammelt, auch in Bereichen, in denen wir wahrscheinlich sonst keine Berührungspunkte bekommen hätten, wie zum Beispiel hier als Moderator. Ja, ja, safe, weißt du, was ich meine? Safe. In jeder Hinsicht so, haben wir dazugelernt. Auf jeden Fall, Bruder, daraus wächst man einfach. Ja. Mein Name ist Karlin und ich bin der Gründer von Icon. Also ich bin zuständig, einfach das Ganze so ein bisschen zusammenzuschnüren. Das heißt, ich koordiniere die ganzen verschiedenen Parteien. Ich kümmere mich um die ganzen Künstler. Ich lade die ganzen Leute ein. Ich bin eigentlich ein Organisator. Ich koordiniere mich zusammen mit den Kameraleuten, mit den Editern, mit den Fotografen, mit den ganzen Live-Event-Leuten und versuche einfach alles so zusammenzuziehen. Das wäre so meine Aufgabe. Icon ist ein Format für Newcomer, wo neue Künstler, die noch nicht so bekannt sind, sich quasi vorstellen können und einfach eine Fanbase aufbauen können, so von 0 auf 100. Das heißt, wir nehmen die Künstler rein, wir arbeiten ein bisschen mit den Künstlern und entwickeln die. Und wir helfen denen, so das nächste Level zu erreichen. Ja. Also ich glaube, das Schwerste bei Icon ist, so, es gibt bei dem, was wir machen, 1000 verschiedene bewegende Teile. So, du hast die ganzen Kameraleute, du hast Sound, du hast Audio. Was ich sagen will, es gibt einfach mega viele Teile und wenn eins davon nicht funktioniert, dann kann das ganz schnell in Katastrophe enden. Am Ende des Tages, egal was passiert, kommt wieder auf uns zurück. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, einfach zu schauen, dass jedes einzelne Detail bis ins kleinste Detail funktioniert. Ich glaube auf jeden Fall auch, was richtig schwer ist, ist die ganzen Kandidaten zu koordinieren und die ganzen Prozesse, die Abläufe. 100%. Wir sind ein relativ kleines Team und... Und ich schwöre euch bei Gott, es gibt nichts, nichts auf dieser Welt und es sind nicht mal Kinder, es gibt nichts Anstrengenderes, als mit Künstlern zusammenzuarbeiten, weil jeder Künstler will speziell behandelt werden, jeder will besonders behandelt werden, als wenn die es schon geschafft hätten und sonst was. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, es jedem Künstler recht zu machen, wirklich. Ja, das ist echt anstrengend. Das heißt, jeder, der mit uns arbeitet, der muss immer 20 verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, das ist einfach so das Größte, weil man kann sich leider nicht in unserer Position jetzt, wo wir sind, man kann sich nicht einfach darauf fokussieren, nur einen Job zu machen und den gut zu machen, sondern du musst einfach 1000 verschiedene Dinge im Blick halten. Und ja, wie gesagt, wenn eins davon schief geht, dann ist das Katastrophe fürs ganze Format. Also die hat der Colin völlig recht. Auch wir beispielsweise werden als Jury eingesetzt, aber wenn es um Thumbnails geht, wenn es um YouTube-Titel geht, wenn es um Villa geht, die Villa hast du ausgesucht, die Icon 4 Villa beispielsweise, das Live-Event und so weiter, da warst auch du auch Planung, sehr stark dran beteiligt. Wie was abläuft. Genau, und auch an den Challenges und so weiter, also da werden wir auch schon sehr oft mit einbezogen und da setzen wir auch natürlich einen Teil mit dazu, 100%. Unsererseits, ne, damit das auch so geil wird auf jeden Fall. Da mussten wir Colin auch schon ab und zu mal retten, weil, ja, so wie er es mal geplant hatte, wäre es sich ganz aufgegangen oder auf YouTube hätte es sich so schön ausgesehen, wie es jetzt letztendlich dann war. Die Idee von Icon, die ist eigentlich vor 5 Jahren entstanden, wo ich mit meinem Partner zusammen das Studio aufgemacht habe. Also wir haben ein kleines Studio in Mönchengladbach. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, ich kannte keinen. Und ich dachte mir so, ey, wie kannst du einfach Musiker oder Künstler dazu animieren, zu dir ins Studio zu kommen? Und da sind wir damals, Xandro und ich, zusammen Flyer aushändigen gegangen, Tür nach Tür, einfach geklopft und gesagt, hey, so kommt ins Studio, macht was mit uns. Fuck. Und das kam irgendwie geil an, so. Weißt du, das war einfach so ein Ding, so... Die ganzen Künstler, mit denen wir connected haben, so
plötzlich hatten die einen Grund zu existieren. So, und ich denke, sobald wir das erste Icon gestartet haben, haben wir einfach direkt gespürt, es ist mehr als einfach nur Künstler zu bewegen, Musik zu machen, sondern es ist auch einfach denen so ein bisschen Perspektive zu geben und so ein bisschen Blick für die Zukunft und einfach diese Hoffnung für so, was ist möglich. So, ich glaube, dieses Projekt, was wir haben, lässt die Leute einfach auch so ein bisschen träumen und sagen, ey, guck mal, vielleicht kann ich einfach ein bisschen mehr aus mir selbst machen. Und ich denke, das hat direkt von Anfang an eine ganz andere Form angenommen, als wie wir das erwartet haben. Und ja, ich meine, so haben wir immer diese Projekte weitergemacht. Icon 1, wir hatten 30 Künstler. 5 davon waren vielleicht gut, maximal. Icon 2 waren es, glaube ich, 40. Icon 3 waren es 100. Und Icon 4, ich denke, der Rest ist so Geschichte, ne? Ist mega wichtig, dass jeder Einzelne, egal wie klein oder groß er eine Rolle spielt in dem, was wir machen, muss auf jeden Fall leidenschaftlich und 100% mit seiner Energie dabei sein. Und teilweise, wenn wir auf Dreh sind, sind Tage von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. 4 Stunden Schlaf und das... Was denn? Was für er? Der Colin, der hat immer geschlafen wie ein Baby. Du meinst in der Villa? Ja, ja. In der Villa. Ja, okay, okay. Wie es privat ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber da hat der schon recht 100%. Also der ist schon sehr lange wach und sehr lange am Machen. Aber in der Villa hat der Bruder geschlafen wie ein Baby. Wallah, diejenigen, die da nicht geschlafen haben, waren wir lang. Wallah, der eine wacht auf, Auge so fett geworden. Der andere wacht auf irgendwas anderes. Ich habe so wenig geschlafen, Wallah, dass ich einfach eine Allergie bekommen habe, dass meine Augen angeschwollen waren. Wallah. Hier, das hier war einfach im Auge drinne. Einfach Gesicht deformiert. Wegen zu wenig Schlaf, Digga. Ja, das Ding ist, wir müssen natürlich in der, also in der Icon 4 Villa haben wir natürlich als zwei Positionen fungiert. Weißt du, was ich meine? Zum einen als Icon 4 Jury und dann, nachdem das gegessen war, mussten wir noch gucken, dass wir für den BZ-Kanal auch noch Videos drehen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir waren in zwei Dingen dort und dementsprechend mussten wir auch doppelt so viel machen. So, weißt du, was ich meine? Es ist sehr anstrengend, so für alle Beteiligten. Das größte Hindernis ist einfach, wir sind ein übertrieben kleines Team. Und wir haben nicht diese ganzen finanziellen Mittel wie die großen. Ende des Tages, wir sind nicht DSDS, wir sind nicht The Voice, wir sind nicht RTL. Wir sind einfach nur wir, wir sind normale Leute. Und ich glaube, das ist wirklich gerade unglaublich schwer, weil gerade weil man so viele Hüte tragen muss, weil man so viele Aufgabenbereiche hat. Man muss viel opfern. Also wir, das ganze Team und jeder, der beteiligt daran ist, muss viel opfern, damit das ganze Ding auf die Beine gestellt wird. Es gibt wirklich Tage oder Wochen, Monate, du schläfst vielleicht 4 Stunden und da bleibt auch nicht viel Zeit für Privatleben. Und manchmal ist es auch schwer, so Gesundheit, du vernachlässigst Familie, du vernachlässigst Freunde, du vernachlässigst einfach so dein ganzes Leben, einfach weil du eine Vision hast, die du verfolgst. Und ich glaube, das ist wirklich das Schwere. Ja, das stimmt tatsächlich. Also man muss auch sagen, während der Zeit bei Icon hatten wir, also Colin hat jetzt aus seiner Sicht gesprochen, aber das spricht uns natürlich auch an. Wie gesagt, jetzt in der Villa haben wir doppelt so viel getan und es sieht natürlich so schön aus und es sieht so einfach aus und dass jeden Tag ein Video kommt aus der Villa-Zeit. Wir waren ja in der Jury und dann kam während der Zeit von Icon schon Vlogs online, es kam dies online, es kam Interviews, also, was auch immer, wo wir schon da waren. Und bis Ende des Jahres kam wirklich Content täglich. Und es sieht natürlich alles schön und einfach aus, aber das steckt natürlich viel, viel hinter. Mhm. Wir haben wenig unsere Familie gesehen, wir haben sogar sehr wenig unsere Eltern gesehen. Wir haben sehr wenig Freunde gesehen, muss man sagen. Aber letztendlich muss man sich entscheiden. Und ich sag auch immer, auf dem Weg nach oben geht immer ganz viel verloren. Ja. So, weißt du, was ich meine? Weil du musst einfach, also wenn du deine 100%ige Leistung und Konzentration in etwas steckst, dann
ist es halt oft so, dass du halt andere Sachen vernachlässigst. Weißt du, was ich meine? Und vor allem ist das jetzt kein 8-Stunden-Job, wo du dann dein Geld ausbezahlt bekommst und dann kannst du den Stift hinlegen und nach Hause gehen. So, weißt du, was ich meine? Ja, eine Selbstständigkeit ist einfach Selbst- und Ständigkeit. Weißt du, was ich meine? So, eine dauerhaft eigentlich Arbeit. Aber es macht Spaß, muss man sagen. Weißt du, was ich meine? Man macht es ja gerne, man macht es mit Herz und dann ist das ja auch gut. Natürlich, so, weißt du, wenn man das sieht, jetzt nicht gerne machen würde, dann wäre es schlimm. Natürlich, wenn man sieht, dass es anderen eine Freude macht, ne? Dann ist man umso motivierter natürlich. Ja, klar. So, und wenn man dann den Zuspruch bekommt von den Leuten und so weiter, dann motiviert das einen noch. Weißt du, was ich meine? Und ich muss sagen, wir machen das seit 2 Jahren und ich finde, für mich war das einfach die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, mit YouTube und so anzufangen. Das macht einfach behindert Spaß für uns. Ja. Na, es ist genau unser Ding. Und selbst wenn wir da ganz viel Zeit investieren und kaum Schlaf haben und so weiter, trotzdem wache ich am nächsten Morgen glücklich auf und ich habe trotzdem Bock, ein Video zu drehen. Weißt du, was ich meine? So. Glaub. Voll, voll emotional geworden hier, Alter. Was ist los, Alter? Das sehen wir, haben noch nie so gesprochen. Ja, voilà. Ganz YouTube haben wir noch nie sowas gesagt. Noch nie. Die größte Herausforderung für das, was vor uns steht, und zwar Icon 5, ist bei Icon 3, bei Icon 4. Wir hatten nichts. Wir sind als niemand reingekommen und keiner kannte uns und keiner hatte irgendwelche Erwartungen. Ich glaube, Icon 5 ist anders. Die Leute wissen, wer wir sind, die wissen, was wir machen und die erwarten Großes. Und ich glaube, ein kleiner Fehler, ein falscher Schritt, und alles, was wir uns bis jetzt aufgebaut haben, kann in einer Sekunde kaputt gehen. Boah, das sieht so episch aus, ne? Bruder! Also eine Sache steht auf jeden Fall fest. Es ist egal, was wir machen. Und egal, wie wir uns entscheiden. Icon 5 wird mächtiger als wir. Und merkt euch diese Worte. Icon 5 wird mächtiger als ihr alle. Punkt. Seid ihr ready, Baby? Wird hier der Traum vom Icon 4 Gewinner. Der Gewinner der Top 3 wird dann in der Live-Show gekrönt. Willkommen, Künstler. Was bedeutet Freiheit, wenn man die Zeit, die man jeden Tag geschenkt bekommt, vergeudet? Ihr verdient sie nicht. Was bedeutet Freundschaft, es ist so geil, wenn man hier bei der ersten Gelegenheit den Rücken zukehrt, um seinen eigenen Arsch zu retten? Auch diese verdient ihr nicht. Da sind ganz viele versteckte Infos jetzt schon drin gewesen. Und Bruder, wir kennen nur dieses Ende hier, diesen letzten Teil quasi. Da sind auf jeden Fall schon ein paar versteckte Infos drin gewesen und kommen auch noch. Wir dürfen dazu nichts sagen, wollen wir auch gar nicht. Aber ich bin mal gespannt in den Kommentaren so, was ihr schreiben werdet. Ja, ja. Und als Wichtigstes, was bedeutet Ruhm und Reichtum, wenn man sich selber im Spiegel nicht mehr wiedererkennen kann? Ihr verdient nichts davon. Boah, Junge! Der Abrechnung ist gekommen. Auge um Auge. Sein um Sein. Boom! Willkommen bei Icon 5. Bruder! Das ist ein Trailer, Bruder. Voilà, geil. Meisterwerk. Ist das schon alles? Das war, glaube ich, schon alles, ja. Echt jetzt? Ja, das war's. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Wie? Doch, das war's. Guck, Echt? Ja. Ach, tatsächlich. Das war's. Ja, geiler Trailer. Bruder, geisteskrank. Voller geil. Sehr, sehr heftig. Auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Der Trailer war krank. Aber das, was ihr hier im Trailer gesehen habt, ist nicht mal alles. Das ist nur so, hier so,
Ihr habt dir was. So ein Ding ist das, weil da kommen noch viel mehr. Und das, das ist gar nicht, da kommen noch viel krassere Sachen, ich schwöre. Ich bin echt gespannt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.